Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Altes Life. Wir sind jetzt Polizisten geworden, deswegen hat er auch eine Rusty und eine coole Waffe. Ah, seht ihr. Und mit einem Marktplatz-Terror hatten wir ein Bewerbungsgespräch hinter uns. Genau. Mitten in der Invasion der Rebellen. Weil wir uns gut beteiligt haben hierbei. ja. Ich würde sagen, wir geben ein paar Leute umbringen, oder? Ja, machen wir mal. Warte, ich komme gleich. Polizei, wo ist es? Hier rechts. Unten. K-Line ist getrennt. Da ist jemand, da hockt jemand. Wo? Keine Ahnung. Hä? Du sagst, da hockt jemand und dann wo? Keine Ahnung. Hä? Er hat gehupt. Ich hab gesagt, irgendwo ist jemand. Und du, wo? So. Keine Ahnung. Wo ist der? Ich will ihn umbringen, weil du willst ihn umbringen. Ja. Ich will die Waffe runter. Wie soll ihn? Wer sagt das? Keine Ahnung. Ich bin am Polizeiakku, wo seid ihr? Nein. Wo seid ihr? Da im Treppenhaus, er rennt da hoch. Er rennt da hoch. Treppenhaus. Ich bin am Fenster, im dritten Stock. Wo seid ihr denn? Hier kommt ein Strider. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Das war ein Ziel. Das war ein Ziel. Entschuldigung. Digga, das war ein Ziel. Ja, nee, war doch eh Anschlag, ich dachte, wir müssen uns um jeden Preis verteidigen. Na, ob ich das. Ja, Klaus Dieter, ich drehe eine Dokumentation zum Terror, in. Ohne Witz. In Kavallad. Ich war das nicht, ich hab keine Waffe. Okay. Ich hole seine. Was? Hast du seine Waffe? Ich kann die nicht aufnehmen. Du schon, oder wie? Lol, wo ist die? Wo seid ihr denn? Sagt mir doch mal bitte, wo ihr seid. Waffe ist weg. Junge. Der Jutsu? Wo seid ihr denn? Ich kann die nicht aufnehmen. Hallo. Wir sind in so einem Hochhaus. In so einem komischen Haus, irgendwie vom Polizeicrew. Nee, aber diese Seals sind, Alter, da ist so ein, wie heißen die Dinger? So ein, Hasta la vista, Baby-Ding. Diese Seals sind, redet mal kurz, ich will wissen, wo ihr seid. Hier. Ich hab eine Waffe. Hallo. Die Seals sind die Bösen gewesen, die haben vorher noch eigentlich alles kaputt gemacht. Komm mal bitte zum Polizeikrupp. Ich hab eine Waffe jetzt, die von Ding ist. Schusch. Komm, wir gehen ins Haku und lassen uns abknallen. Da ist keiner mehr. Digga, nein, da ist keiner mehr. Die sind gerade mit 3 Panzern abgerückt. Abgerückt? Ich hab den Außersehen abgeschossen. Wie du einfach umgeballert hast. Nicht. Warum umgeballert hast. Ich hätte ihn sofort treffen können, aber ich dachte, soll ich jetzt oder nicht, wisst ihr? Weil nachher war das wirklich random kill und dann habe ich gedacht, ach komm, hier schießt eh jeder rum. Da habe ich einfach mal abgedrückt. Waffe, Waffe, Mike. Wo seid ihr? Ist die Sperrzone? Hier. Hallo. Hey. Sperrgebiet. Du hast eine Waffe. Da kommt keiner mehr rein. Oh, der Bulle kommt. Mach das auf. Klein ab, Julian. Hey, ich klein die Bullen ab. Gib mir die Waffe, ich klein ab. Wenn ich klein andere, aber nicht die Bullen. Jetzt hab keinen Schiss, jetzt klein ich ab. Schnauze, wie klein. Wir wollen allerdings ein bisschen RP machen. Wir sind die Civil Shields. Ja, natürlich. Kommt er? Warte, ich gucke. Rusty, nimm mir die Waffe. Doch, komm mal auf den Polizei. Lol, auf den Polizei. Steht ein Heli. Rusty, komm mal. Rusty, schieß mal den Schützen aus dem Heli raus. Rusty hat mich gekillt. Lol. Ey, die ersten 3 Folgen erstmal richtig mega, mega. Nein, auf mich wird geschossen. Nein, Rusty, bist du da? Rusty! Hier liegt Kohle! Ich bin da. Von K-Line.
Rusty, redest du noch mit uns? Rusty. Rusty, ich nicht mehr da. Hey, wake up. Rusty hat einen Herzinfarkt. Na, was ist denn los? Wo bin ich? Ich bin verbuggt. Hey. Hört er mich? Ja. Ah, okay. Ich bin verbuggt. Ich hatte Headset aus. Warum? Er hat mich einfach gekillt. Achso, ich hab dich aus Versehen abgeschossen, ne? Das ist an! Ey, warte, da am Boot, ich weiß, wo das ist. Am Wasser. Nee, das ist ein Boot, die sind sogar an. Ja, warte mal, chill mal. Ja, ist das auf? Nö. Wenn nicht, spawnen wir, in der nächsten Folge spawnen wir einfach in Pilgers, okay? Jo. Dann bauen wir uns da auf. Aber Pilgers ist am Arsch der Welt, Alter. Gibt's in Pilgers über... Na, aber... Pilgers ist ja zweit, ist ja die Hauptstadt, ne? Da gibt's auch gehen? Alles, Marken. Vielleicht können wir hochgehen. Gibt's in Pilgers auch einen Autoshop? Weiß das jemand? Du machst so Spaß und bei mir hängst noch an der Leitung, bist du in der Kletteranimation. Hast nur drei Löcher im Rücken und dein Kopf bewegt sich auch noch. Jetzt bist du weg. Habt ihr auch gelbe Kette? Nee. Okay. Ey, hier ist noch ein Boot. Hier sind zwei. Ey, das war. Hallo, die Leute, lass dann einfach sagen, wir machen endlich mal die dritte Aufnahme, die Save dann auch und dann machen wir demnächst, also morgen oder so, wenn dann ja alles wieder in rechter Ordnung ist. Warum morgen? Kommen wir den Kavallerie an. Genau. Nein, nicht morgen. Ich denke, wir wollen jetzt in Pilgers spawnen. Was hast du denn immer alles aber auf jetzt? Ja, ich denke, wir wollen jetzt in Pilgers spawnen, haben wir doch gerade gesagt. Ja, da ist doch nicht, wir wollen noch gechillten Kavaller anfangen. Oh, hier liegt Geld auf der Straße. Da kann man auch am besten von losfahren, Pfirsich und alles. Ich hab 10.000 aufgehoben. Alter, hier kommt ein Auto. Das war so geil, ich schieß euch erstmal weg. Dann fahr ich doch nicht erst vom Pürger mit dem Auto zum Pfirsichfeld. Es gibt doch verschiedene Pfirsichfelder. Okay, die Waffe schmeiß ich jetzt weg. Boah, ist mir warm gerade. So. Sieht ja alles in Ordnung, oder wie? Ja. Sieht so aus. Nix passiert. Nee, sieht so aus, als wenn ein Kavala jetzt wieder alles in Ordnung ist. Dann können wir von dir aus kaufen alles. Gut. Dann fahren also, wir jetzt schon mal an mit dem Equipment und in der nächsten Folge machen wir dann 40, wa? Alter, da fliegt noch mal den in die Luft. Was war das mit dem in Ordnung? Mann. Da ist ein Offroader. Ja, da kommt ein Offroader. Geil, wer Fahrräder, ne? Hallo, Hilfe, kannst du mich mitnehmen? Kannst du mich mitnehmen? Nein. Ich will ja beim MTS. Da vorne ist der Panzer. Auf der Brücke ist der Panzer. Ja, hier kommen voll viele Offroader. Auf der Brücke ist der Panzer. Der fällt aber weg. Ja, vielleicht rücken die jetzt ab. Oder auch nicht. Guck nach oben. Ich hab eine Pickaxe. Ich hab eine Pickaxe. Ich bin der Boss. Aufpassen, nach vorne ist der Panzer. Panzer kann uns nix. Ja, guck, Ifrit ist impounding by the police. Anscheinend ist jetzt hier wieder alles okay. Das ist gut. Hat jemand Lockpicks? Ach komm, lass jetzt vernünftig anfangen hier. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt für sich hier. Klaus Dieter. Ich hab schon 71.000. Ich 60. Warum hast du denn so viel? Unmöglich. Ich 53. Also die ganzen Paychecks. Und weil ich 10.000 aufgenommen habe. Gut, dann rüsten wir uns jetzt in der Folge noch aus und dann... Jo. Wetten, da vorne kommt der Panzer und ballert uns aber alle weg. Kann ich kotzen. Ah,
Ach, passiert schon nicht. So, was holen wir jetzt alles? Also erstmal was zu trinken, was zu essen. Ja, habe ich alles dabei. Dann Backpack. Backpack, Rucksack. Dann eine Driver-Lizenz. Wie viel kostet ein Offroader? Ich guck mal ganz kurz. Eine Pickaxe holen. Haarshop. 33.000 kostet der Offroader. Also können wir uns den noch holen. Gut. Und rüstet euch noch mal aus, also schöne Klamotten anzieht. Lol, da kommt einfach egal. Das machen wir später. Nee, komm, zieh dir eine schöne Klamotten an. Was kostet der jetzt? 33.000 permanent. So, was wollten wir noch? Klamotten. Da fällt irgendwas Fettes gerade. So. Ach, die blauen Klamotten? Ja, ich nehme hier Artilleriepanzer. Die Artilleriepanzer. Alter! Der zieht nach oben, das heißt, der schießt, glaube ich, nicht mehr. Nein, das ist Artillerie. So. Der schießt nach oben und dann trifft er irgendwo anders. Der kann auf der Karte markieren, wo der trifft. Im oh, wie geil. Umkreis von 10 Kilometern. Nee, so weit nicht, aber schon weit. Ja, die blauen Klamotten. Blauen Klamotten. Ja. Wo gibt's ein Auto? Der Hut. Wie teuer ist Führerschein? 500. 500. So ein 3 nimmt am besten 34.000. Ich kauf zuerst. So. Nur da steht ein Hunter. So, ist Spawn frei? Ja. Gut. Ah. Kack vorne schon mal. Ja, so. Wenn ich gerade wäsche. Okay. Boah. Was? Bitte? Willst du mich verarschen? Was gibt's denn? Ach, du bist doch da auf der Wanted-Liste. Kannst du einmal den Führerschein bitte sehen? Ja. Will der mich verarschen, Alter? Ich hau den gleich weg. Ich hau den gleich weg. Gut, alles klar. Gut. Schönen Tag noch. Okay, wegen den Kills hat der nichts gesagt. Richtiges Opfer. Nein. Alter, gleich guck auf die Wanted-Liste. Ja, oder was? Ja, Alter, ich verpiss mich jetzt. Ich fahr jetzt mit 200 Meter weg. Du hast dir den Geld geholt. So. So, ich hol mir jetzt auch ein Auto. Was wollte der Kopf von dir? Der hat nur geguckt, ob ich einen Führerschein hab. Jetzt in dem Zustand ist das ein klares Auto. Also Pfirsichfeld, sagt er. Bei mir fährt das bald auf 2 Reifen. Hallo. Ja, fahren Sie einfach. Alter, das leckt bei mir zu. Muss ich mir nochmal. Nelson Mandela. Ist so geil irgendwie heute. Also, wie lange haben wir noch in der Folge? Noch 5 Minuten. Okay. Leckt das Spiel gerade? Geht nicht. Bei mir leckt auch gar nicht krass. Ja, ich fahr zum Pfirsichfeld. Scheiße. Hat keiner gesehen. Gut. Ja, das kann ich machen. So. Ich bringe einen mit. Das ist ein Überfall. Bitte legen Sie sich vom Boden oder schlagen Sie meinen Schwanz ins Gesicht. Ich bringe einen mit, der will mit zum Pfirsichfeld. Ich nehme das zweite. Seid ihr schon da?
Nee, ich fahr grad los. Ich kann mich auch bücken. Pam, 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 pam. Die wollen alle zum Danke, hat fällt. Gut getan. Bitteschön. Der hat mich überfallen. Ey, spielt sich schon ein bisschen länger. Lol, wir sitzen hier vorne und beißen auf. Kein Problem. Seit paar Minuten. Ja, bist Stunde du das ungefähr. Hier im Offroader? Im Weißen, ja. Seid mal kurz leise. Bitte nochmal. Ja, weil es ist scheiße, wenn ich jetzt hier nur so paar... Ich habe jetzt Zivilisten 3-4 Stück gesehen auf dem Weg hierher. Und das kacke, wenn dann alle einfach Rebellen sind und dann alle bei Rebellenposten gammeln. Genau. Das nervt. Naja, egal. Dann auch. Viel Spaß beim Peaches Farm. Jo, dir auch. Okay, ihr könnt wieder reden. Okay. Der hat eben gesagt, Überfall, warte, der hat gesagt, gib mir dein Geld oder klatsch mir einen Schwanz ins Gesicht. Habe ich gesagt, die zweite Option. Hatte, da habe ich mich extra gebückt, weil der nicht so lang ist. Dann meint der patsch, patsch, patsch und dann war es gut. Lieber die zweite, war das, macht mehr Sinn. Alter. Muss man eigentlich wissen, was man nimmt. Wo seid ihr? Um ja, ich hab grad 0 FPS. Ich hatte gerade eben 2. Okay, ich sammle Pfirsiche. Get Wing Peaches. Ja. Seid ihr auch schon hier? Ich bin der Gelbe. Okay, kann ich die beklauen? Nein. Nein. Ich hab gerade 2 Leute mitgenommen. Hey, Schnauze. Er sagt eine Sache. So, Piatches. Alter. Rudi. Bist du der Beige? Ja. Gut, weil du fliegst gerade bei mir. Ich hab wieder mal 0 FPS. Sieht echt gut aus. Ich bin der Anführer unserer kleinen Gang, weil ich einen Hut auf habe. Darfst du eventuell mal lassen? Könntest es ja mal versuchen. Aber ich habe keine Waffe, also müsstet ihr mir das überweisen. Kannst du uns was anderes ins Gesicht hauen? Das sind ja wie die Schildbürger. Ja, das war mein tiefer. Kumpel, das war mein Kumpel. Ich hab die... Okay, warte mal, wirklich mal. Warum ist der denn nicht so groß? Das zweite Mal, richtig geil hier bei euch. Ja. Und wie ist es so? Dankeschön, immer wieder. Und hier kommt ein Kopf. Herr oh Officer! Gott. Hier! Gesichtsmassage! Fahren aber ein cooles Auto. Darf dich das auch mal fahren? Kann ich. Wenn du mir das Schlüssel für dein Auto gibst, dann schon. Nee. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. 110 passen auf, oder wie geil, 110, Alter. Ja, Captain Jack Sparrow. Einmal, Jack Sparrow. Mein Kollege und ich würden sie einmal gerne kontrollieren, das ist nicht. Ja, wenn sie vielleicht ja, die Waffe vielleicht nicht saufen. Oh, ich bin bedroht. Ja, dann fang mal an, Klaus. Ich werde mal kurz Bett nehmen. Das war da drin, der Klaus Dieter. Ich bin ungefähr. Mich haben sie doch gerade schon kontrolliert. Lol. Oh. Okay, bei Ihnen ist alles gut. Ich weiß. Als hätten wir jetzt so illegale Sachen dabei. Dankeschön. Mein Auto hat er nicht gesehen, durchsucht der Horst. Warum kommen wir nach hier drüben? Benutzen sie uns jetzt als Schutzschilde. Bei Ihnen ist ebenfalls alles gut. Alles klar. Gehört zu den!
Okay, der Timer ist ich fahr jetzt gleich mit dem Auto rückwärts, da ist der platt, Alter. Warte, dass das Auto hier vorbeifährt. Nee, rennt drüber. Mach mal kurz weiter. Der hat mich vorhin gerammt. Okay, start, stell die nächste Folge, da. Rusty. Warte, was? Fahren Sie bitte einmal rechts ran. Stell die nächste Folge starten. Okay, warte, ich bin gerade noch. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.